Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wilds. Wir sind in einem neuen Gebiet mit einem neuen Tempel. Allerdings sind wir hier so weit in eine Schlucht reingesprungen, dass ich nicht glaube, dass wir weiter hier unten bleiben wollen. Von daher würde ich sagen, teleportieren wir uns mal zum Shatava-Schrein hoch und gehen einfach von der anderen Stelle nochmal neu in das Gebiet hier rein, das wir erkunden wollen. Sonst bringt das irgendwie alles nicht so richtig viel. Bei der Verwendung bestimmter Module und deines Bogens kannst du auch zielen, indem du das Gamepad neigst. Achte beim Spielen auf deine Umgebung. Ja, ich spiele einfach mit einem Pad. Und trotzdem gibt es Elemente in diesem Spiel, die mich zwingen, das Wii U Gamepad zu benutzen. Was ich immer noch schwachsinnig finde. Da der Pro-Controller ja noch keine eingebaute Motion-Control-Steuerung hat, wie die Switch. Controller es haben. Hier ist es auf jeden Fall kalt, also tun wir mal das Feuerschwert auf den Rücken, damit das wärmer wird. Und dann tun wir mal Protonit-Stürmern auf den Kopf, damit das wärmer wird. Und dann ist Lanky erstmal glücklich. So. Schnee und Eis hier. Wir müssen in diese Richtung, nach Norden, für ein neues Gebiet. Dann gehen wir doch mal ein bisschen erkunden hier oben. Mal schauen, was wir hier so Lustiges haben. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, der Flugplatz war hier. Stimmt, an dem Flugplatz bin ich nicht so richtig vorbeigegangen. Wir haben hier mit Rinaldi hier seine Flugstunden gemacht, die mega einfach waren. War echt ein Scherz. Und dann sind wir wieder abgezogen. Hier ist übrigens wieder ein Schrein in der Nähe. Wer bist du denn? Geh mal sterben. Gib mir ein bisschen Röstfleisch, wenn du schon dabei bist. Boah, Ding ist nicht tot? Okay, Moment. Wir müssen mal unseren Winterwams anziehen. Und dann hätte ich gerne eine andere Waffe. Masterschwert. Wer bist du denn? Ich stirb's. Luxus, edel, edel. Ist auf jeden Fall einfach nur ein Wildtier, das wir erlegen können. Keine Art von Gegner. Also schon eine Art von Gegner, aber halt ein Tier. Huh. Weird. Hier muss irgendwo ein Turm sein. Irgendwo. Denn hier haben wir die Karte schließlich noch nicht. Gucken wir uns mal unauffällig um. Ich merke schon wieder, dass da irgendwo ein Schrein ist. Der scheint aber recht weit unten zu sein. Wo ist denn der Turm von dem Gebiet hier? Wir versuchen mal hier auf den Berg hochzukommen, um uns umzusehen. Und dann gucken wir mal, dass wir den Turm hier irgendwo aufspüren, damit wir die Karte holen können. Nach Möglichkeit, bevor es anfängt zu schneien. Wobei der Schnee uns jetzt nicht wirklich stören muss, aber muss ja nicht sein. Gutes Wetter ausnutzen. Keine Chancen abzurutschen oder so. Jetzt habe ich natürlich die Winterausrüstung und kann die Klettersachen dafür nicht anlegen. Doof. Aber okay, machst du nix. Kletter nach oben, das schlechte Wetter kommt. Dann sehen wir gleich so wenig. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, hüpf. Hier sollte man stehen können. Aha, geschafft. Ja, dieses Gebiet hier sieht allerdings vorne und hinten nicht nach einem der Gebiete aus, wo eins der beiden Fotos wäre, die uns fehlen. Also, ne? Wo ist denn der Turm? Ich sehe ihn immer noch nicht. Ha. Huh. Noch eine Etage höher, bitte. Auf, gleich frieren wir wieder. Krok! Immerhin etwas. Ja. Ui, wir haben ihn entdeckt. Tschüssi. Tschüssi. Weg damit. Ha. Nix sichtbar. Nix sichtbar. Tja. Dann müssen wir wohl irgendwie da hinten hin. Hinter den Berg. Ja! Hebt mal ab, Mr. Lang. Wir machen uns mal auf die Reise. Auf die Reise zum Ende der Welt. Oder sowas in der Richtung. Mal gucken, was wir finden unterwegs.
Wahrscheinlich wieder irgendwelche Eisblöcke, die wir mit unserem Feuerschwert nach 15 Stunden erst ausgeschmolzen haben. Oh, bin ich auch. Geh weg, Exalfos. Ich möchte nicht mit dir spielen. Ist hier ein Huhn? War ein Vogel. Okay. Ich dachte schon, das wäre einfach nur irgendwie ein Hühnchen. Das hätte ich doch extrem komisch gefunden. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Aha. Jetzt fängt er endlich an zu klettern. Aber hier vorne müsste es eigentlich schon wieder gerade genug werden. Von daher springen wir mal eben ein paar Schritte. Und rennen dann noch weiter hier hoch. Hüpf. Soweit ja kein großes Hindernis hier. Ist hier oben noch irgendwie ein Krog drauf oder so? Bevor wir weitergehen? Nein. Das sieht nicht danach aus. Vorne gibt es Eismagier. Muss ich mich jetzt auch nicht unbedingt mit anlegen, blöde Viecher? Ach nö. Ja, da wär's wieder. Holt das Feuerschwert raus. Wir verbringen hier eine halbe Stunde. Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf! Und dann halt's rein. Stellen uns mal so hin, dass es wirklich drin hält. Dass es wirklich reinhält. Haja! 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 Und es ist leer. Werden beide geschmolzen oder nur einer davon? Ich glaube, beide werden gleichzeitig geschmolzen. Langsam sieht man noch was. Verdammt. Da kam überhaupt keine Warnung, dass das Feuergroßschwert langsam zerbricht. Ich hab's befürchtet, dass es an der Ausdauer kratzt, aber da kam nie wirklich eine Meldung dementsprechend. Deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, das Spiel wird mich schon warnen. Natürlich hat das Spiel das nicht getan. Dankeschön, Spiel. Na toll, jetzt stehen wir hier ohne Feuerwaffe. Ich habe die Dinger ja regelmäßig immer weggeworfen, weil eine eigentlich ausreicht, weil ich die nie verbrauchen wollte. Ist einfach aus dem Weg von meinem Stasis-Modul gesprungen. Dreckskerl. Holen wir das Master-Schwert raus. Töten wir den hier mal eben schließlich. Mit seinem Ritter-Zweihänder hier. Ich habe jetzt einen neuen Ritter-Zweihänder. Horn, 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 Schwanz blau. Tja, soll man machen, ne? Feuerpfeil. Feuerpfeil. Belohnung ist ein Moblin. Aua. Wie viel Schaden. Ich hab mich sogar umgebracht. Wow. Wie viel Schaden. Ich bin einfach ein Moblin. Kraft des Master Schwertes geht zur Neige. Master Schwert ruht sich aus. Etwas angepisst, dass unser Feuergroßschwert ernsthaft kaputt gegangen ist. Ohne Warnung. Oh, ich hab da noch so einen Ritter-Zweihänder. Zack, 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 zack. Ja. Nochmal kaputt. Und Stachel-Mob-Keule, ernsthaft? Das ist alles? Du mich auch, Spiel. Ich hasse dieses Gebiet jetzt schon. Oben hier. Kann ich hier irgendwo stehen? Dankeschön. Bleib. Mensch, eben hast du da noch so schön gestanden lang und jetzt rutscht er ab. Und jetzt bleib gefälligst hier stehen. Nicht. Muss ich erstmal wieder die Ausdauer regenerieren lassen. So, jetzt aber. Hoch. 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 Und Achtung, fertig und hoch. Sieht man so langsam, aber meine Güte, auf abzurutschen. Sieht man so langsam, aber sicher irgendwo mal einen Turm. Und was sind das eigentlich für 4 Millionen Markierungen, die wir noch haben? Die Markierung können wir löschen. Wozu ist die Markierung hier überhaupt da? Lösch mal. War glaube ich auch. Ach ja, das war der Stall, den ich da markiert habe. Die Markierung wird irgendwann vielleicht noch mal wichtig.
Und das waren alle Markierungen. Da vorne habe ich immer noch einen gelben Punkt gesetzt. Ist das hier vorne vielleicht irgendwie ein Tempel, ein Turm oder so? Und habe ich da gesetzt. Hallo, Mr. Elch. Oh, Double Treffer. Er hat uns auch noch mitgenommen, aber Luxuswild und Edelwild. Mit dem Ritter Zweihänder. Ist ja auf jeden Fall kein Ausschlag für einen Tempel. Vielleicht habe ich da wirklich irgendwann mal einen Turm markiert. Oder vielleicht habe ich da einfach nur völlig sinnlos eine Markierung hingesetzt. Nee, nee, da vorne kommt irgendwas. Das sieht doch irgendwie aus wie eine Turmspitze, oder? Oder war das nur der Baum hier vorne, den ich gerade gesehen habe? Ja, ach, das ist der Baum für den Quest. Das war der, das ist der Baumquest aus dem Dorf von den Ornis. Der einsame Baum. Okay, einsamer Baum. Hallo. Was mussten wir denn mit dir machen? Jetzt, wo wir gerade mal so hier sind. Klettert man seine Spitze hoch. Tagebuch. Was hat es mit dem einsamen Baum auf sich? Das ist, glaube ich, ein Schreinquest, wenn mich nicht alles täuscht. Der einsame Baum. Molly im Dorf der Orni hat dir etwas über den die einsame Zeder in den Hebrabergen erzählt. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei. Als mein Opa den weißen Vogel sah, flog er los. Da sah er, dass der Vogel etwas mit sich trug. Im Nordwesten. Das Nordwesten. Okay. Ist hier irgendwo ein riesiger weißer Vogel? Spontan sehe ich keinen riesigen weißen Vogel. Geschweige denn einen Turm dieses Gebietes oder so. Oh, Moment, da unten. Da ist der Turm des Gebietes. Er ist aber weit an Hyrule dran. Markier mal. Ha. Huh. Lag weiter außerhalb des Gebietes, als ich erwartet hätte, dieser Turm. Weißer Vogel? Kein weißer Vogel. Hm. Lass mal hier bitte los. Mal eben gucken, ob hier noch irgendwas ist. Crocs oder so, sieht aber nicht danach aus. Nordwesten. Hm. Keine Vögel unterwegs. Da unten ist noch ein Eisblock. Könnte natürlich auch die Spitze eines Tempels oder sowas sein. Aber das ist so ein generelles Problem. Vielleicht sollte ich irgendwann wiederkommen, wenn ich wieder ein Feuerschwert habe. Wir lassen uns mal kurz hier unten reinfallen und gucken, ob hier irgendwas ist. Ein Vogel. Ein Winterfuchs. Aber sonst sieht das hier nicht sehr spannend aus. Was ist das hier Feines? Ist das ein Wächter oder sowas? Huch. Ist der Glatz. Das ist der Glatzirock. Das ist die Satals. Von dem wir schon gehört haben. Raus. Aua, 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 aua. Hm, wir haben schon so einen ähnlichen Kollegen auf dem Gewissen. Mal gucken, ob wir an den Typen da dran kommen. Komm, Glatzirock, guck mal hier hoch. Uah. Wenn ich so einen fetten AE hätte, ne? Au! Komm, lass mich an dir. Uch! Ich muss hier weg. Ich bin gleich tot. Also hier ist der Glatzirock. Wir machen mal eben. Da, Glatzirock dahin. Für den Fall, dass wir später wiederkommen wollen. Da ist der Schrein, den wir gemacht haben. Das
der Stall von Maritta und von da aus müsste man eigentlich recht schnell an den Turm rankommen. Weg hier. Teleport. Tschüss, Glatzirock. Ach, das war ja nicht sehr ergiebig, unser Besuch da. Manchmal hältst du Waffen, die viel haltbarer oder stärker sind als die gewöhnlichen Exemplare. Huiuiuiui. Ja, manchmal hat man Glück, oftmals hat man Pech. Ärgerlich. Blöder Glatzirock. Hätte ich ein Feuerschwert gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich auch mit dem angelegt. Aber nö. Jetzt gerade hatte ich irgendwie keine Lust mehr, in diesem Gebiet zu bleiben. Außerdem bräuchten wir mal eine ordentliche Winterrüstung, muss ich sagen. Winterrüstungstechnisch sind wir nicht gut gerüstet. Okay, also, da ist auffällig der Turm, zu dem wir hin wollen. Wie kommen wir da am dümmsten hin? Boah, ich schätze, da vorne über die Klippe hinfliegen. Da ist eine Sternschnuppe gewesen. Die habe ich genau gesehen. Die Frage ist nur, ob wir kriegen, was auch immer da gerade runtergefallen ist. Schrein ist übrigens sehr, sehr in der Nähe hier vorne. Okay. Drei Sterne in der Nähe. Wir sollten quasi direkt vor dem Schrein vorstehen. Gucken wir mal gleich. Runter. Ist der Schrein unter mir oder sowas? Ist hier eine Höhle in der Wand? Sehe ich so jetzt nichts von. Wir folgen mal dem Weg. Weil es scheint richtig zu sein. Pling, pling. Pling, pling. Das Spiel will mich auf jeden Fall in die Richtung leiten. Hier schon wieder nicht mehr. Hier wieder ja. Ha. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Spitze von einem Schrein. Blink, blink. Schrein, wo bist du? Komm raus, wo immer du steckst. Wenn der irgendwo jetzt kilometerweit unter mir liegt, wäre es natürlich ein bisschen doof. Muss ich mal so sagen. Nein. Jetzt scheine ich dran vorbei zu sein. Hä? Tja. Irgendwo muss hier ein Schrein sein. Ein Schrein sein. Jetzt haben wir wieder einen Strich. Was ist denn der Schrein? Drei. Fünf. Eins. Zwei. Hier irgendwo in die Richtung. Hier. Irgendwo hier in den Bergen. Unauffälliges Encampment. Ich muss mal eben hier gucken, Leute. Lass mich mal kurz. Ja, ihr seid ja süß da unten. Und jetzt? Bumm! Jetzt das. Vorne sind noch Bienen. Bumm. Bienenangriff! Das hier mal mit. Gewitter? Ernsthaft? Ausgerechnet jetzt? Da hier ist ja was los. Da muss dringend weg. Das muss dringend weg. Das hier muss weg. Und dann rüsten wir das hier mal wieder aus. Da gibt man von den Helm hier so lange. Aua. Wilde Viecher. Mit noch Bockball ist da drauf. Stattdessen habe ich einen Stock. Nimm einfach eure Waffen. Blöde Kerl. Aua. Fee. Mensch. Das ist ein Stasis-Modul.
nicht funktioniert. Große Fragen des Lebens. Und danach noch ein Bockstark. Yay. Oh! Drache. Hi. Das sieht nach dem Feuerdrachen aus. Eldra. Knips. Ja. Eintrag im Handbuch ergänzt. Ausdauerhonig. Topaz. Wunderbar. Jetzt habe ich aber trotzdem den Tempel ja noch nicht gefunden. Was ist denn der Tempel? Hier. Weniger. Mehr, mehr. Weniger, hä? Tja, also hier ist genau richtig. Das heißt, ich muss ja auf jeden Fall wieder hoch. Was ist denn dieser blöde Tempel? Ich kann wohl nicht angehen. Das Masterschwert hat seine Kraft zurückerlangt. Das ist schön für das Masterschwert. Ach, höher. Es ist Sonne angesagt. Ich sehe da unten nur Sonne. Warum gewittert's? Und warum ist es rutschig? Es ist nur Sonne angesagt. Ich brauch bestimmt Eldra. Wenn er das nächste Mal vorbeikommt, kriegt er einen Pfeil ab. Ab nach oben. Ab nach oben. Jetzt habe ich überhaupt wieder keinen Ausschlag mehr für den Tempel. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich ungemein. Ein Ausschlag, kein Ausschlag. Unten hatten wir drei Punkte Ausschlag direkt. Hier oben haben wir jetzt keinen mehr? Hä? Können wir mal einen Eisenhammer, dann können wir mal das Ding hier kaputt schlagen. Wo ist mein blöder Eisenhammer? Da, Eisenhammer. Mach kaputt. Bernstein und Feuerstein. Muss hier irgendwo hinter der Wand sein. Kann doch gar nicht anders sein. Aber ich sehe keine bröckligen Wände oder so. Ah! Aha! Da ist die bröckelige Wand. Gut versteckt. Zu tief. Okay, dann. Rinaldo. So, und dann Bombenmodul. Ernsthaft? Dann keine Feen mehr. Nein! Ernsthaft jetzt? Ich hab's aufgekriegt. Ich hab's aufgekriegt. Es muss zählen. Wo war mein Speicherpunkt? Auf dem Weg nach unten, scheinbar. Dann fliegen wir wieder hier vorne rum. Jetzt weiß ich ja, wo es ist. Tun wir das Bombenmodul rein. Rum. So. Jetzt läuft's. Hey, guck mal, wir haben einen Tempel gefunden. Er ist aber fies versteckt, der Manora-Schrein. Ja, hallo. Gucken wir mal rein. Was hast du denn für ein lustiges Rätsel für uns, Manora? Ich sehe eine Kraftprobe schwierig. Klettern! Du kannst nicht an Felsüberhängen oder Decken entlang klettern. Wenn du es versuchst, wirst du den Halt verlieren. Ja, je nachdem, ne? Das hier ist... Oh, Manoras Segen.
Der Tempel war so gut versteckt, dass das Spiel meint, wir haben keine Prüfung mehr nötig. Silberner Rubin. 100. Dann gibt's doch bestimmt eine Schreinquest, um den Tempel hier zu finden. Ist die Prüfung gemeistert und ein Zeichen der Bewährung erhalten. Dun 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 dun. Hiermit ist dein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Schön. Und das war dann dieser Tempel. Naja, immerhin war das Rätsel einfach. Rätsel in Anführungsstrichen, nachdem wir ihn einmal gefunden hatten. Wir haben schon 11 Zeichen der Bewährung. ja, noch eins, dann können wir 3 Ausdauercontainer gleichzeitig hinzufügen. So, dann klettern wir jetzt wieder nach oben und dann war es das erstmal. Oh, ich habe schon seit Ewigkeiten kein Game Over X mehr auf der Karte drauf gehabt. Dass wir echt keine Feen mehr hatten. Aber gut, ich habe es auch ziemlich verschwendet in letzter Zeit. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich lasse mich immer von irgendwelchen komischen Viechern umhauen. Ich glaube, wir kommen hier nicht hoch. Wieder ganz unten. Wir haben noch Rinaldos Extrahilfe hier. Die können wir ausnutzen. Ich will immer noch zu dem Turm da vorne irgendwie hinkommen. Nimm mal bitte die Kletterausrüstung wieder. Klettern. Klettern. Natürlich der Beinschutz. Klettern hier erstmal so weit hoch, wie es geht. Wie wir so hoch springen können. Kann man hier stehen? Sieht nicht so aus. Nee, sah wieder nach so einer Stelle aus, wo wir hinklettern können, um dann nachher da zu stehen. Aber ich glaube nicht, dass das hier geht. Nope. Aua. Dann flieg halt hoch. Ist mir auch recht. Aufwind. So. Jetzt sind wir aber an der Stelle, wo wir gleich stehen können. Okay, regenerieren. Ist klar, hier könnte man jetzt gleich die Ausdauerleiste tatsächlich gebrauchen. Die ganzen Extra-Dinger, die wir uns theoretisch jederzeit jetzt holen könnten, wenn wir mal irgendwo in eine Stadt gehen würden. Mit einer Statue der Göttin. Hopp. 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 Okay, soweit so gut. Jetzt müssen wir nur noch dahin rüberkommen. Müssen wir gleich irgendwo mitten in der Luft auf Eisrüstung wechseln, sehe ich schon kommen. Das ist aber eine schöne Ebene hier. Hier wird hier nichts Spannendes. Keine großen Bosse, die hier rumstehen. Keine Regirocks. Scheinbar nicht. Das da vorne sieht spannend aus. Da fliegen wir einfach mal hin. Doch! Ivarok! Da ist er. Aua. Nicht da runterrollen lang. Das wäre ganz schlecht. Mann, häng dich dran. Dann häng dich dran. Was machst du denn? Dankeschön. Funktioniert nicht so gut, wa? Aha. Ich bin nicht getroffen. Danke, häng dich endlich dran, Mann. Dankeschön. Hey, wir sind oben. So, hau ihn. Hau ihn. Ich bin mir nicht sicher, ob der Hammer die beste Waffe ist oder ob wir nicht einfach eine mit viel Schaden nehmen sollten. Wie das Masterschwert. Wir gucken mal. Das Masterschwert ist nicht wieder. Geh sterben, Ivarok. Frechheit. Hilfe abwerfen. Man kann auch mit der Hand angreifen. Kletter einfach im Hintern hoch. Das ist nicht so schwer. Und gleich ist er erledigt. Und down. Aha! Ivarok ist gefallen. Sein Leuchtstein. Bernstein, Bernstein, Opal, Leuchtstein, Bernstein, Opal, 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 Bernstein. Bernstein. Opal. Das hat sich doch gelohnt. So, dann können wir noch einmal den Flug benutzen. Auf geht's!
einmal über den Hügel hier drüber. Zu dem Turm da vorne hin. Ist das Bombenmodul noch drin? Nee, wir brauchen es aber gleich. Schrein merke ich jetzt zwar nicht, aber es ist bestimmt irgendwie eine Kiste hinter oder sowas. Warum? Außerdem ist Lanke die lang kalt. Wir schauen mal rein. Es ist Eisfall mal 5. Also noch ist ihm nicht kalt, aber kann nicht mehr lange dauern. Wir machen schon mal das hier an. Bevor er gleich einfriert. Ich habe ja leider kein Feuerschwert mehr, das ich mir auf den Rücken setzen könnte. Das uns extra Schutz gibt. Krampf. Das kotzt mich echt noch so ein bisschen an mit dem Feuerschwert. Ein bisschen sehr sogar. Ich hoffe, wir kommen hier vorne überhaupt hoch. Wenn wir Vivaldis extra Flug hätten, dann hätten wir kein Problem. Aber haben wir gerade nicht. Ich müsste erst auf den Cooldown warten und das würde eine Weile dauern, glaube ich. Ah, doch. Hier kann man stehen. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Wir springen einfach hoch und da sind wir schon quasi. Da vorne ist noch irgendwie eine kleine Ruine. Gibt bestimmt wieder irgendwelche komischen Eismagier, die hier vorne rumhüpfen. Tabanta, Dorfruinen. Mhm. Okay. So, Moblin. Und Eisschleime lege ich mich jetzt gerade mal nicht mit. Oh! Lege ich mich jetzt gerade mal nicht mit an. Ich sehe, ihr habt was Leckeres zu essen. Jetzt habe ich was Leckeres zu essen. Grillwild. Njam, 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 njam. Ich komme später wieder, wenn ich eine bessere Rüstung habe und wieder Feen mit mir rumschleppe. Und warte nicht alles. Gib mir doch mal den Hammer. Zack. Steinsalz. Na, immerhin. Das Kamel ist wieder bereit, sehe ich gerade. Wir haben theoretisch Urbosas Zorn, den wir entfesseln könnten. Damit könnten wir eigentlich so ein paar Exalfos umbringen. Bei Gelegenheit mal. Ist der Turm überhaupt nicht geschützt oder so? Ich meine, hier ist wieder ein Eisblock, aber... Hebraturm. Ach, okay, er ist generell geschützt durch fette Eisblöcke. Das könnte mich unsere restlichen Feuerpfeile kosten. Wenn ich an diesen Dingern hier nicht irgendwie vorbeikomme. Leider keine Fackel dabei. Wir müssen uns da irgendwo ein Loch reinmachen. Die Frage ist, wo? Ich würde sagen, hier. Wir machen uns hier ein Loch rein. Habe ich was, das ich anzünden kann? Ja, ich könnte eine Mobkeule anzünden. Machen wir einen Feuerpfeil. Kann ich da nicht ein Feuer legen? Fällt mir gerade so ein, kann ich nicht einfach ein Lagerfeuer anmachen und das Feuer schmilzt mir das dann weg? Wäre das nicht günstiger insgesamt? Machen wir hier einen hin. In die Hand. Du kannst es hier nicht in die Hand nehmen. Warum nicht? Ablegen. Und dann Feuerstein. Wo verstecken sich die Dinger schon wieder? Feuersteine, Feuersteine. Feuersteine? Wo sind sie denn? Ach, hier findet man nie irgendwas. Sortier mal. Materialien sortiert. Wonach sind sie sortiert? Das ist jetzt die nächste große Frage. Alphabetische sind nämlich nicht. Früchte, Fleisch, Gräser. Wo sind Mineralien und sowas? Da, Leuchtstein. Bernstein. Feuerstein, das sind Feuersteine. In die Hand nehmen. Ablegen. Pump. Okay. Ja, läuft auf jeden Fall. Okay. Jetzt warten wir nur auf den Effekt des Lagerfeuers. Naja, auch nett. So lange, bis es eingeschmolzen ist. Lalala, hätte ich früher drauf kommen sollen, dass das ja auch eine Möglichkeit ist. So lange können wir uns ein bisschen umgucken. Aber ich glaube, hier gibt es nichts wirklich Spannendes in der Umgebung. Da hinten ist der einsame Baum, wo wir schon waren. Irgendwo ist da hinten auch noch ein Tempel, wissen wir. Das da. Sah auffällig aus, aber ist glaube ich nix.
Da ist auf jeden Fall ein Tempel. Treppen wir markieren. Hier auf der Seite noch irgendwas. Nein, sieht nicht so aus. Denn erstmal nicht. Dann gucken wir einfach nur erstmal, dass wir hier vorne gleich reinkommen. So, das sieht doch nach einer Öffnung aus. Wunderbar. Ab nach oben den Turm. Blöde Eisdinger hier. Hüpf und hüpf. So, dann nach ganz oben bitteschön, damit wir die Karte von dem Gebiet hier kriegen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um was ganz anderes vorläufig, weil ich irgendwie gerade keine Lust auf dieses Eisgebiet hier habe. Ich will immer noch die beiden Erinnerungen finden, aber die beiden Gebiete, die wir noch nicht erkundet haben, sind beides halt hier Eisteile des Spiels. Und beide sind niemals die Teile, die auf dem Foto drauf sind. Bei dem einen Foto weiß ich gar nicht, wo es ist. Bei dem anderen Foto sieht man eine Burgmauer, das ist auch so, wahrscheinlich irgendwo in Hyrule? Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Wir können natürlich einfach mal die Burgmauer in Hyrule ablaufen gehen. Zwischen 1 Million Wächtern. Datenübertragung beginnt. Splish. Wunderbar. Und damit sehen wir jetzt auch dieses Gebiet hier oben endlich. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Viel zu viele Berge. Pump. Dankeschön. Ja, haben wir das geklärt. Jetzt habe ich davon nur einen Tempel, den ich mitnehmen möchte. Den man von hier oben aus sehen konnte. Mal eben schnell hinfliegen. Können wir den nämlich mal eben noch erledigen. Mit ein bisschen Flugpower wäre es noch ein bisschen leichter gegangen, da vorne hinzufliegen, aber es geht auch so irgendwie. Ansonsten sehe ich hier nichts wirklich Interessantes in der Umgebung. Spontan zumindest nicht. Ich wette, hier sind noch andere interessante Sachen. Was ist das denn da unten? Ha, haben wir das schon mal? Da vorne ist auf jeden Fall... Ja, das scheint ein Stall zu sein. Ja, das da vorne ist der Stall von Maritta. Oh, ein Schrein ist in der Nähe. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. So eine späte Voraussage für einen Schrein. Ist hier irgendwas? Krog-technisch und so. Ich sehe zumindest gerade mal wieder nichts. Aber ich will gar nicht sehen, wie viel ich schon übersehen habe. Weg. Revali, Sturm ist bereit! Danke, Revali. Ist ein Jäger? Ach, Mensch, die geile Gamer auf den Keks. Immer die Jäger. Überall, wo man hingeht. Fupp, Jäger aus dem Nichts. Rache für Meister Koga. Oder so was in der Richtung. Hüpf. Ach, lass mich in Ruhe, ich mag dich nicht. Ich gehe einfach zu dem Tempel hin, das ist der Rimosa-Schrein und dann teleportiere ich mich hier wieder weg. Hallo, ja, meins. Ab rein da. Dann gucken wir noch mal, was das hier Schönes ist. Wüstenhitze. Unter der gleißenden Sonne der Wüste verlierst du Herzen. Du musst dich entweder regelmäßig im Schatten oder im Wasser abkühlen oder Schutzkleidung anlegen. Ja. Eins von alledem. Da haben wir Windschutz, Rimosa-Schrein. Okay. Ist auf jeden Fall eine Art Rätsel. Da vorne ist ein... Da sind zwei Eisenblöcke. Noch... Da oben ist das Ziel bereits. Noch habe ich das Ziel dieses Dungeons nicht so 100% verstanden. Gucken mal. Was passiert? Okay.
Okay. Nein, du sollst ja nicht selber reinrollen, bitte. Dann gehen wir mal hier hoch. Magnetmodul. Nicht so heftig, Magnetmodul. Ah, ein bisschen sanft. Mit Gefühl muss das passieren. So, mit Gefühl. Dankeschön. Hey. Ich glaube, das Rätsel hier war nicht durchdacht. vorne ist noch eine Kiste. Komm ich da dran? Ich muss eine Eisenkiste hier oben haben. Eisenkiste, komm mal bitte zu mir. Das ist meine Lieblingseisenkiste. Für diesen Dungeon. Ein bisschen optimaler könnte ich die schon platzieren. So. Hüpf. Und hüpf. Bitte sag mir, das ist ein Feuerschwert. Antiker Reaktorkern. Naja, auch nett. Hopp. Und hopp. Yay. So, Rätsel gelöst. Und raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel. Zeichen der Bewährung. Nummer 12. Jetzt müssen wir aber nach Kakariko. Meine Güte. Ist ja schrecklich. Flammenborn. Das Volk der Shika soll diese Energiespeicher gebohrt haben, deren blaue Flamme seit 10.000 Jahren nicht erloschen ist. Boah, klingt doch cool soweit. Jetzt teleportieren wir erstmal weg. Oh, da ist ein Stall direkt vor dem Schrein gewesen, den habe ich gar nicht gesehen. Stall des Schneelands. Na gut. Dann, in diesem Falle, würde ich sagen, ist das ein guter Grund, nochmal kurz hier zu bleiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Stall des Schneelandes mal schnell erkunden werden. Ach, Feuer. Bis dahin. See ya.